Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und finally ist der neue gereworkte Trailer da für den Appaloosa. Was sagt der Trailer für den gereworkten Appaloosa so rum? Und wir schauen ihn uns direkt einfach mal an. Oh mein Gott, die sind ja mega süß. Ey, wartet mal. Ich finde diese Frisur hier mega süß mit dem Topfschnitt. Oh mein Gott, was ist das denn? Also ich glaube, den werde ich mir auf jeden Fall holen. Der sieht halt mega cool aus. Der und der Dalmatiner. Oh mein Gott, die sind von der Art her mega süß, von der Optik her. Mal gucken, ob wir... Ich mag auch das, wie sie stoppen und so, das sieht voll schön aus bei denen. Also sie haben halt wieder diesen Bug, dass die... Moment, war das hier ein neuer Sattel? Das sieht irgendwie anders aus. Oh, der gefällt mir aber auch von der Färbung her. Die, von der Farbe her sind die wirklich schön. Vor allem auch echt was anderes. Also wenn man so mal guckt... Aber der ist halt echt was Besonderes. Der erinnert mich so ein bisschen an so diese Schneeleopard-Färbung in Wildshade, wenn ihr es kennt. Und wir gucken mal, was Star Stable selber noch dazu geschrieben hat. Also, sie kommen alle zu Steves Farm. Sie kosten 900 Stark, also mal ein bisschen was anderes. Keine 950 oder 800 irgendwas, nee, 900 direkt. Und man muss Level 11 sein. Und ein Appaloosa kommt nach vor Pinta und der wird später dann aber auch auf Steves Farm kommen. Und das, was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, die Appaloosas auf Jorvik haben eine seltene Gangart der Appaloosas gezüchtet, die von den Nespercher, oh mein Gott, ich kann dieses nicht aussprechen, und den Rancharbeiten gleichermaßen geschätzt wurde. Sie gaben der Gangart den Namen Appy Amble. In der Vergangenheit waren Tiere, die einen solchen Shuffle beherrschten, bei Cowboys sehr begehrt, da die geschmeidige Gangart ideal für die tägliche Arbeit im Sattel war. Okay, also ich bin wirklich gespannt, ob die Appaloosas wieder sich an die Spitze setzen werden, von den Pferden, von der Geschwindigkeit her. Die Optik finde ich aber mega schön von der Art. Ich denke mal, dass es bei mir diese beiden werden. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wie gefallen euch die neuen Appaloosas? Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.